So Leute, ich würde sagen, in Part 8 von Star Wars Jedi Knight machen wir, nachdem wir schon auf Tatooine diese Druidenbergung gemacht haben und schon dort sind, machen wir gleich mit Tatooine weiter. So wie es aussieht, müssen wir alle 5 Missionen hier machen, bevor es mit der Hauptstory irgendwie weitergeht. Aber wir haben ja am Ende vom letzten Part ja schon gehört, dass es einen neuen Sith-Kult gibt, die Jünger Ragnos. Und jetzt machen wir das noch schnell durch, schnell in Anführungszeichen, und dann kümmern wir uns wahrscheinlich wieder um die Hauptquest. Und das dürften hier die Systeme sein. Aha. Also, Tatooine, Söldneraktivitäten, klicken Sie zur Anzeige der Missionsbesprechung. Wir haben zahlreiche Berichte erhalten, dass die Jünger Ragnos Söldner und Schmuggler anheuern wollten, um Frachter zu transportieren. Wenn wir eine dieser Söldnergruppen kontaktieren können, finden wir vielleicht die Operationsbasis dieses Kults. Einer der Schmugglerringe, der uns bekannt ist, operiert von Mos Eisley aus. Mach dich auf den Weg dorthin. Mos Eisley, das kennen wir auch noch aus Star Wars Episode 4. Und das nehmen wir natürlich an. Das hier klingt unentspannt, daher reise ich mit dir. Auf Tatooine findet man ein paar der heruntergekommensten Typen der Galaxis. Bleib beim Schiff, während ich mich umsehe. Ja, du bist also immer dabei und bist nie da, Kyle. Weiter. Oh, wir dürfen wieder einen Upgrade machen. Und ich würde sagen, die Treffer physikalische Projektil. Ich würde mal sagen, ich mache den hier. Waffen nehmen wir wie gehabt. Irgendwie elektromagnetischer Puls. Die 11 Blaster Gewehr Thermaldetonator, damit wir es voll haben, würde ich mal sagen. Starten. Auf nach Mos Eisley. Es kommt wieder so ein cooler Übergang nach dem Laden. Wie im Film. So dieses Hin- und Herwischen der Szene, das fand ich in den Filmen immer cool und hier jetzt dann auch. Glaub ich's denn, der rasende Falke. Han, Chewie, jemand zu Hause? Sie scheinen weg zu sein. Lukes Information war richtig. Dies sind ganz sicher Charterfrachtschiffe. Ich habe ein komisches Gefühl. Hör zu. Bleib hier und bewach den Eingang dieser Startrampe. Wenn jemand rein oder raus will, halt ihn auf. Ich gehe rüber zur Crate Cantina und höre mich um. Ich kenne hier ein paar Leute. Ich? Nein, ich bin einer von Kyle Katarns Schülern. Er unterhält sich mit Bewohnern hier. Wir untersuchen einen Kult, der sich überall breit macht. Du musst Chewbacca sein. Was machst du hier? Leia Organa? Wow! Das muss etwas Wichtiges sein. Okay, Leute, wir haben den rasenden Falken, den Millennium Falken gesehen, der übrigens den Korsalflug in 12 Parsecs geschafft hat, falls ihr es noch nicht wusstet. Und hier ist Chewbacca. Können wir mit dir interagieren? Kann man eigentlich... Achso, Aktionen? Schlag nach hinten. Ach so, hier kriege ich Erklärungen. Schaut mal, oh, das ist ja... doch, wenn ich das früher mal angeguckt hätte. Schlag nach hinten. Drehen Sie sich schnell um und attackieren Feinde. Macht er vorne. Angriff und zurück. Maustaste und S. Salto-Angriff. Leertaste. Kurz drücken und W plus Maus. Das ist so. Machtangriff. Schub. Und Maus 1, mittlere Angriffskombination. Feind am Boden angreifen. Wow. Leertaste plus W plus Maus. Wagenrad. Maus, Leertaste A oder D. Rollattacke. Boah, das muss ich mal in Ruhe
Das finde ich gut, weil dann muss man sich nämlich nicht umdrehen. Maus plus S. Okay. Fortsetzen. Ach gut. Jetzt mehr. So. Guter Plan. Dort drin sind wir nicht so leichte Ziele. Wo drin? Hier drin? Nee, hier drin nicht. Wo denn, Chewie? Oh, Chewbacca. Da auch nicht. Wo drin? Da oben drin? Da oben ist nämlich auch die Tür. Schaut mal. Was sind denn das für Typen? Nein, da geht's nicht rein. Nein, da geht's auch nicht rein. Hier drin? Hier drin! So, so. So, Chewie. Jetzt hier weiter. Was ist das? Wenn ich nur wüsste, was ich mit dir mache. Kommt nur mir das so vor oder sind Rodianer seltsam? Ich weiß, was du meinst. Diese verrückten Antennen, was? Genau. Und diese Nase. Einfach unheimlich. War nicht nett, was ihr da über die Rodianer gesagt habt. Das sind diese Credo-Typen, die Grünen. Hier sind wir nicht sicher. Gehen wir zurück zum Schiff. Kurz schauen. Naja, das muss ich noch üben, Leute. So, wo müssen wir jetzt hin? Zum Schiff, hast du gesagt, Jaden. Wo war denn das Schiff noch gleich? Wobei, da oben rauf ist natürlich auch spannend. Aber da kommen wir nicht rauf. War das hier das Schiff? Fliehen ist sinnlos! Aber wir versuchen es trotzdem. Aufgenommen, Wookiee-Bogen, Dingsbums, ja. Ich bild mir aber ein, dass wir von da kamen. Oder wir kamen von da. Oder wir kamen von hier. Hier. Nee, da war aber der durch. Ist nicht durch. Ihr Druiden, halt doch mal die Klappe. Ich setze mal Gespür ein. Ich weiß nämlich nicht mehr, wo es lang geht. Wird mir aber auch nicht angezeigt, wo ich hin muss. Schade. Chewbacca, geh doch du mal bitte voraus. Also da ging es irgendwie nicht rein, oder? Doch, da kamen wir aber so raus.
Ach. Oh, Entschuldigung, Druide. War keine Absicht. Da ist der... Ah, da ging's. Da ging's. Das war's. Wir gehen zurück zum Rasenfalken. Falken. Nee, da... Chewie. Kennst du zufällig den Zugangscode? Wohl nicht. Da sind wir hergekommen. Und wie kommen wir wieder? Habe ich irgendwo was Machtmäßiges, was mir angezeigt wird? Ja, Chewbacca, okay. Da lässt einen das Spiel jetzt so ein bisschen allein. Wo? Kann ich irgendwo was da einsteigen? Druide, was ist denn mit dir? Du nervst nur rum, oder? Ja. Kann ich mit dir reden, Chewbacca? Nochmal Steuerung. Interaktion angehört. Nee. Also wir haben jetzt hier mal aufgeräumt. Darauf kann man nicht. Nee, das hat mich jetzt auch gewundert. Ich weiß nicht wohin. Gehen wir zurück zum Schiff. Gibt es da noch irgendwo eine Tür, die ich nicht gesehen habe? Die hier, aber da kann ich nicht durch. Mit den ganzen Tastenfeldern können wir ja auch nicht interagieren. Hier waren die zwei Typen, die über die Rodianer abgelästert haben. Und hier sind wir wieder heraus. Verzeihung, das wollte ich gar nicht. Bin ausgesehen auf die Maustaste gekommen. Geht's da hinten im Eck irgendwie weiter? Da geht's weiter! Wer ist da? Bavova! Da! Ja, jetzt auch. Wir können nicht zu den Schiffen. Hier ist alles verriegelt. Momentchen mal. Schalten Sie die Bedrohung durch die Söldner aus. Deaktivieren Sie die Traktorstrahlen, die Raven's Claw gefangen halten. Deaktivieren Sie die Traktorstrahlen, die den rasenden Falken gefangen halten. Witzig. Das Schiff von dem Kyle heißt Raven's Claw. Erledige ihn, Chewie. So, wo ist denn dieser Traktorstrahl? Okay, hier. Fliehen ist sinnlos. Du missverstehst die Lage. Wir wollen gar nicht fliehen. Aber von da kommen wir doch, oder? Müssen wir dann da weiter? Da müssen wir weiter. Da ist... Die Raven's Claw, nehme ich mal an. Komme ich darauf? Chewbacca, du gibst eine Deckung. Oder um es mit einem Zitat vom Film zu sagen, Chewie, du bleibst beim Schiff. Ja? Komme ich da rüber? Vielleicht. Ja, wenn ich mich etwas geschickter anstellen würde, dann wahrscheinlich... Dann sogar höchstwahrscheinlich, aber ihr wisst ja bei mir, dass mit der Geschicklichkeit. Na, da geht's aber nicht rein. Muss doch aber, oder? Irgendwo hier muss doch der Zugang zu diesem Traktorstrahl sein. Nee, ist es aber nicht.
Kann ich den nicht wegblastern? Wohl nicht. Habe ich das falsch interpretiert hier? Wo muss ich denn hin? Nee, geht nicht. Und jetzt? Da unten ist der Druide. Willst du mir sagen, dass ich zu dem Druiden muss? Das war cool, ne? Das war eine coole Landung. Aber nee, mit dir. Entschuldigung! Blinde Wut. Ja. Strahlen, wenn du diese Typen aufhalten kannst. Wer ist da? Der Rückweg ist auf jeden Fall mal versperrt. So, also ein Momentchen. Ich weiß jetzt nicht nur nicht, wo ich hin muss. Das war Rodianisch. Wow, der war cool. So. Da geht's nicht durch. Geht's da durch vermutlich. Was bist du für einer? Arr. Du bist ein Mandalorianer bist du nicht. Hab die alle schon wieder weg. Da geht's nicht durch. Was? Wo? 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 Drei-PO. R2. Du bewachst das hier für mich, oder wie? Soforthilfe-Paket. Ah! Jetzt kann ich dahin. Wartet mal kurz. Waffen? Nee, mach. Kann ich denn hier nicht so sofort diese Packe auf anwenden? Inventar. So, das hier ist jetzt auf jeden Fall mein ganz kurzer, ruhiger Moment der Heilung. Wenn ich schon keine grüne Panzerung mehr habe, dann möchte ich wenigstens. Sehr brutal. Da geht's nicht durch. Da geht's nicht durch. Oh, das war doch eine R2-Einheit. Ja, aber muss ich da rein hier, oder? Ah, andere Seite. Ist das ein Aufzug? Ja, das ist ein Aufzug. Vermutlich muss ich das hier. Das ist der Takt. Okay, der Falke wäre erledigt. Jetzt zur Ravensclaw. Ist das vielleicht hier auf der anderen Seite? Na, so einfach ist es nicht.
Die Jedi sind hier. Was hast du denn drauf? Wow! Die Jedi wären stark? Ja, das dachte ich ehrlich gesagt auch. Holy moly! Das war unser erster Lichtschwertkampf und hab mich nicht so gut geschlagen. Der Traktorstrahl ist ausgeschaltet, Chewbacca. Ich mach mich auf den Weg. Ah, gehen Sie zum rasenden Falken zurück. Schalten Sie die Würde des Söldners aus. Momentchen mal, aber... Wöff. Heilung. Aber sowas von Schutz hätte ich machen können. Genau, für mehr langt es im Augenblick mal nicht. What the heck? Ah, okay, das ist immer der gleiche Raum. Aber wo? Wo muss ich hin? Wo kam ich her? Wo ist denn der Aufzug? Ist das hier die Rückseite des Aufzugs vielleicht? Ja, das ist er. Wie komme ich denn hier? Der Weg ist versperrt. Muss ich oben rum wieder irgendwie? Muss ich wieder rauf? Der Aufzug fährt mich aber nicht mehr hoch. Hallo? Ah, hier. Ja, der ein Spiel wollte ich schon sagen. Hier. Ich nehme an, hier. Nein, auch nicht. Dann da. Das ist immer interessant, wenn das Spiel eine Tür zumacht. Da ist der Druide. Was war denn das? Praktische Zielübung. Das denkst aber nur du so. Müssen wir da jetzt durch, Chewie? Wahrscheinlich, weil da die Gegner sind. Sehr coole Musik übrigens. Wartet mal, aber ich werde mal, was ich ein bisschen festgestellt habe, ist, dass ich die Musik mal ein bisschen lauter, leiser mache. So. Was doch in den Aufnahmen recht laut rüberkommt. Ja, Chewie, sehr gut. Ha. Oh, habe ich was verpasst? Schön, dich zu sehen, Chewie. Scheint so, als wollten die uns hier nicht. Das ist ein großes Lob von einem Wookie. Ich bin geehrt. Diese Söldner sind teuer. Jemand in diesem Kult muss viele Credits besitzen. Oder noch schlimmer, die Hinterbliebenen finanzieren ihn. Wir müssen zurück zu Luke und ihm berichten, was hier läuft. Kannst du Leia von dem Kult erzählen? Wenn er nicht genau zur rechten Zeit gekommen wäre, wäre das heikel geworden. Also Chewie hat mir erzählt, du hättest dich tapfer allein geschlagen. Gute Arbeit. Kyle hat mir berichtet, was in Mos Eisley passiert ist. Es war gut, dass Chewie dort war. Aber auch ohne ihn hast du dich tapfer geschlagen. Dieser Kult und das Imperium arbeiten wohl viel enger zusammen, als wir gedacht haben. Fortsetzen. Das war gut, Jaden.
Du bist für die nächste Stufe des Trainings bereit, aber wir hätten auch noch eine andere Mission. Denk dran, in jeder Mission kannst du mehr über das Leben eines Jedi erfahren. Die Mission machen wir natürlich auch noch, die letzte, aber das machen wir dann im nächsten Part von Star Wars Jedi Knight, Jedi Academy. Und ich habe mich gefreut, dass ihr reingeschaut habt, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.